Wir sind Tobi und Imke und seit 9 Jahren auf Weltreise. Wir lieben die Freiheit, das Abenteuer und das Unterwegssein. Mit dem Van sind wir schon mehr als 100.000 Kilometer durch 5 Kontinente gefahren. Nun bauen wir uns einen neuen Fiat Ducato zum Campervan aus und nehmen euch dabei mit. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem wir im letzten Video mit unserem 3. Van-Ausbau begonnen haben, hier in unserer neuen Halle, in der wir jetzt auch Lichter angeschafft haben, sodass wir besser filmen und auch bauen können, werden wir heute mit den Fenstern weitermachen. In den letzten Tagen haben wir schon alles im Fahrzeug gedämmt, die Bodenplatte rausgenommen und alles wirklich gründlich sauber gemacht. Und um jetzt die Innenverkleidung weiterzubauen, müssen wir eben Fenster wie Dachluke und Seitenfenster einbauen. Und den ausführlichen Einbau der Dachluke und auch der Seitenfenster haben wir in vorherigen Videos schon gefilmt, die verlinke ich euch jetzt mal. Denn in diesem Video soll es darum gehen, 5 Fehler beim Einbau der Dachluke und der Seitenfenster zu vermeiden. In unserem Van möchten wir eine Fiamma-Vent-Dachluke einbauen. Die ist 40 x 40 cm groß, die kommt nach vorne an die Decke. Und außerdem möchten wir 2 Carbest-Ausstellfenster verbauen. Einmal das 90 x 45 cm, das kommt dort auf die linke Seite. Und einmal 50 x 45 cm, das kommt hier hinten rechts auf die Seite. So, kommen wir zu Fehler Nummer 1. Unsere Dachluke ist angezeichnet hier oben auf dem Dach. Und den größten Fehler, den man jetzt generell machen kann, ist einfach so drauf loszusägen. Denn beim Sägen fliegen hier Unmengen an Spänen oben rum. Und vor allem auf diesem Blechdach fangen die dann sehr schnell an zu rosten. Und man wird beim ersten Regen oder auch schon nach einigen Tagen Unmengen an Rostflecken haben. Und um das zu umgehen, kleben wir jetzt das ganze Dach ab und benutzen dann beim Sägen einen Staubsauger. Was wir auch noch praktisch finden ist, wir haben jetzt hier die Mülltüte aufgeschnitten und unter das Loch geklebt und dann fallen halt die ganzen Sägespäne da rein. Das heißt, die verteilen sich nicht hier im gesamten Van. Die sind jetzt alle da drin und die müssen wir jetzt einfach bloß noch abmachen. So, nun kommen wir zum nächsten Fenster. Das ist hier das kleine 50 x 45 cm Ausstellfenster. Das möchten wir hier hinten an die Position bauen, so dass wir von innen halt nach rechts rausschauen können. Und den Fehler, den man dabei machen kann, oder generell auf dieser Seite, ist, dass man das Fenster in den Weg der Schiebetür setzt. Wenn man jetzt zum Beispiel das zu weit nach vorne setzt und dann die Schiebetür aufgeht, würde man halt voll gegenstoßen. Das passt von der Stärke her schon dazwischen, aber sobald es dann halt eben ausgestellt ist, man nicht darauf achtet, die Schiebetür aufreißt, schlägt sie einem halt die Scheibe raus. Der nächste Fehler ist die falsche Platzierung der Fenster. Man sollte sich vor dem Einbau der Fenster und auch allgemein beim Van-Ausbau auf jeden Fall genügend Gedanken machen, wo man denn was einbauen möchte, weil nicht, dass man es später bereut und dann kann man es halt eben nicht mehr rückgängig machen. Wir haben hier dieses große Ausstellfenster und wir möchten hier vorne zum Beispiel die Nasszelle einbauen. Das heißt, hier wird die Trockentrenntoilette sein und dort wird die Dusche sein. Und deswegen werden wir das Fenster eben hier hinsetzen. Hier ist noch der eine Holm im Weg, deswegen kommt es hier hin. Hier ist noch dieser Flatterholm im Weg, den man einfach so rausnehmen kann. Das heißt, wir werden hier eine schöne
helle Küchenzeile haben. Dort kommt das andere Fenster hin, wo unser Bett hinkommt. So, der Ausschnitt für unsere Dachluke ist gemacht und wir haben jetzt schon den Innenrahmen aus Holz angeklebt. Bevor wir jetzt die Dachluke einsetzen können, ist es noch sehr wichtig, zwischen Klebstoff und Dichtstoff zu unterscheiden, denn viele Leute, die kleben ihre Dachluken und auch Seitenfenster ein, zum Beispiel hier mit dem Sikaflex, und verwechseln oder vergessen es einfach, stattdessen das einzudichten. Dazu nimmt man nämlich Decasil 8936. Das ist ein Dichtmittel. Von Decasil gibt es verwirrenderweise natürlich auch noch einen Kleber, der nennt sich MS2 oder so, den haben wir noch nicht benutzt. Zum Kleben nutzen wir jetzt immer Sikaflex 554, das ist der neue Karosseriekleber, der hieß vorher 252i oder so. Ist ganz wichtig, darauf zu achten, das nicht aus Versehen zu verwechseln. Wir haben also mit dem Sikaflex Kleber unseren Holzinnenrahmen angeklebt, der soll nämlich permanent da bleiben, und werden dann die Dachluke mit dem Dichtmittel Decasil 8936 von oben eindichten. Das hat den Vorteil, dass man die später nochmal herausnehmen könnte oder nachträglich auch fester ziehen kann, denn das härtet nicht aus und bleibt dauerelastisch, was dann eben Feuchtigkeit draußen hält, aber trotzdem flexibel bleibt und wieder gelöst werden kann. Würde man stattdessen den Kleber verwenden, um Fenster einzusetzen, hält das natürlich auch dicht, aber im Falle, dass es nicht dicht sei oder ein kleiner Spalt besteht, würde Regen nach innen kommen können und man kann das Fenster nur noch sehr schwer entfernen. Unser Seitenfenster ist jetzt eingesetzt und wir haben den Fehler selbst gemacht, dass wir viel zu viel Sikaflex für den Holzrahmen benutzt haben. Als wir dann die Schraubzwinge am Blech angesetzt haben, kam das ganze Sikaflex innen raus und hat ziemlich viel versaut. Mussten wir dann hier alles sauber machen, also das war sogar unser eigener Fehler. Aber jetzt zeige ich euch draußen den letzten Fehler, den es zu vermeiden gibt. Schreibt uns doch gerne unten in die Kommentare, falls ihr selbst auch noch irgendwelche Fehler, die es zu vermeiden gibt, habt, oder ob ihr selbst lustige Momente beim Fenstereinbau hattet. Also der letzte Fehler, den wir nennen möchten, ist, dass man diese Schutzfolie, die hier außen dran ist, nach dem Fenstereinbau nicht abmacht und dann einfach nur auch, sagen wir mal, 2 Monate drauf lässt, bis der Ausbau fertig ist. Denn durch die UV-Strahlen, besonders wenn die Sonne drauf strahlt, verschmilzt diese Folie regelrecht mit dem Fenster und geht dann danach so gut wie gar nicht mehr ab. Jetzt perlt sie schön ab. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist die richtig auf dem Fenster wie festgebrannt und man kann sie nur unglaublich schwer entfernen. Also nachdem das Fenster eingebaut ist, sollte man die Folie dann auch wirklich einfach entfernen. Wir müssen jetzt nur noch den Innenrahmen draufschrauben und dann kann es auch schon mit unserer Innenverkleidung weitergehen. Ich hoffe, dass euch diese 5 Fehler bei eurem Fenstereinbau weiterhelfen können und ihr diese vermeiden könnt. Wenn ihr weitere habt, wie gesagt, schreibt es uns unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Videos zu unserem Ausbau verpassen möchtet, dann dürft ihr uns gerne kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal.